Servus, liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Those Who Remain. Letztes Mal Wir. waren wir kurz vorm Dachboden stehen geblieben. Toll, jetzt geht's nicht auf. Haben eigentlich gesagt, geiler Cliffhanger, wir können hier davor aufmachen. Tja. Aber wir kommen hier nicht wohl hoch. Irgendwas. Ist kaputt. Ja, ist kaputt. Erstmal kacken. Wir haben noch einen Schlüssel. Was soll denn der Scheiß? Warte, haben wir den Raum auch so verlassen? Vor allem, weil die Symbole sind ja nicht mehr da. Ne? Ich wollte mir eigentlich gerade sagen, jo, wir erkundigen hier den Dachboden, aber nee. Vielleicht hätten wir das nicht machen dürfen. Ein Pentagramm. Was hat deine Mutter bloß gemacht, Annika? Hier kommen wir gar nicht rein. Dieser Kacke hier. Keller? Keller ist immer gut. Ja, Keller. Oh Mann, ey. Haben wir da jetzt mal ein paar Fehler gefunden? Also ich hoffe mal nicht. Und jetzt haben wir schon wieder zu viele Versprechungen gemacht, gell? Nee. Der war ja auch nicht das Symbol, gell? Ich weiß gar nicht mehr, wo das letzte Symbol war. Das war vielleicht doch gar nicht da. Man muss es wirklich per Zufall machen. Ja. Da. Ha. Ah ja. Ja, dann geh vielleicht nochmal hoch. Kacke. Ich Escape drücken darf. Ja, aber was ist denn passiert eigentlich? Ja, die Dinger sind verschwunden. Kannst du vielleicht links hindrücken? So. Türgriff, ne? Magic. Ja, manchmal sind es so Dinger, ne? Ja. Die Tür geht nicht auf! Bitte ziehen, nicht drücken. Ja, genau. Ist ein bisschen witzig. Ah, die Funktion. Kein Raytracing, ich sehe schon. Nein. Ja, bisschen abhängen. Ach, sie wollte sich umbringen und der hat's nicht zugelassen. Erin hat niemanden getötet. Sie war bereits die ganze Zeit tot. Deswegen sieht die so gruselig aus. Mhm. Ah, das sind jetzt haben die wir Bücher. Eine Wahl oder müssen wir beide machen? Beide. Goetia Beschwörungsritual sollte nur von erfahrenen Zaubern verwendet werden. Platzieren Sie 5 Kerzen in 5 zackigen Sternenpentagramm. Jede dieser Kerzen muss vom Ausführenden geküsst werden, nachdem der Name der Geliebten 5-mal wiederholt wurde. Nachdem dies erledigt ist, platzieren Sie ein Objekt eines geliebten Menschen in die Mitte des Kreises. Positionieren Sie 5 Verbena-Zweige, um das Objekt im Inneren des Kreises herum. Zerbrechen Sie einen Spiegel in Richtung Osten und platzieren Sie ihn im inneren Kreis. Anschließend müssen Sie 3 Tropfen Blut auf den Spiegel träufeln. Zum Schluss platzieren Sie einen Krähenfeder auf dem Spiegel. Rezitieren Sie die Wörter der Kraft. Ligas Pakt Leopoldo. Bevor Sie mit dem Ritual beginnen, befreien Sie Ihren Körper und ihren Verstand von jedwedem Zweifel oder spirituellen Unreinheiten. Sollte man beichten gehen. Meditieren Sie, bis Ihr Verstand fokussiert ist. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Lieben. Viele ruhelosen Seelen hören zu. Stellen Sie sicher, nicht zu den falschen Kontakt aufzunehmen. Bösartige Geister warten nur darauf, geplagte Seelen in Besitz zu nehmen. So, schöne Spannungsvertrag. Verstärkt durch die Rufe meiner freundlichen Seele. Aha, platzieren Ach, Sie 5 das ist Kerzen. Die Das könnte die Annika sein. Platzieren Sie 5 Kerzen in 5 zackigen Sternen. Die Kerzen müssen rein und makellos sein. Platzieren Sie einen Spiegel im Inneren des Kreises. Nicht zerbrechen. Platzieren Sie eine Handvoll Salz auf dem Spiegel. Legen Sie ein Objekt einer befreundeten Seele in das Salz. Das Objekt darf den Spiegel nicht berühren. Ah, es muss also auf diesem Salz liegen. Gut. Das Salz dient als Leiter zwischen dem Objekt und dem Spiegel. Rezitieren Sie die Wörter der Kraft. Maldifidi Boliestra. Gut. Nö. Sie hat jemanden gerufen. Jemand sehr gefährlichen. Mhm. War sie besessen? Jupp. Nicht genau. So, das stimmt nicht. Doch. Und nicht animiert. Was? So. Also, die 5 Kerzen. Sind die rein? Makellos? Ja. Kann man sagen, ne? Okay, dann brauchen wir einen Spiegel, ne? Ja. Ein nicht... Leck mich doch am Arsch. Spiegel. Willst du einen Spiegel nehmen? Klirr.
Mhm. Ist da nicht was rausgefallen? Nee. Nein. Da ist eine Tür. Moment! Ein Spiegel! Ja, leck mich doch am Arsch. Was denn? Ich wandere bestimmt wieder. Ah. Das ist ja alles strange hier. Ich glaube wirklich nicht, dass ich hier sein sollte. Ja, ach, echt? Jetzt wieder Klassiker. War klar. Hat vielleicht einen Schlüssel drin? Ich glaube, der Schlüssel ist ein Bug. Nee, ist da vielleicht ein Schlüssel drin für die Tür. Ist verschlossen. Wir uns hier. Wir haben ein sehr einfaches Rätsel. Hat vielleicht einer von den Gnomes in der Tasche. Oder klebt an dem Schuh dran. Ach, da. Wieso ist jetzt hier auf? Die waren vorher nicht da. Flachmann. Salz. Aha. Ah, interessanter Trick, dass man einen zwingt. Mit Salz kann man Türen aufsperren. Mhm. Muss nur warten, bis es durchrostet. Das ist überlagert. Überlagert, ja. Schissding. So, also einen Spiegel brauchen wir noch. Und die sind überall. Eine befreundete Seele oder so. Was ist das? Voll, voll. Das ist bestimmt wichtig. Spongebob voll, voll. Oh, was ist denn hier drin jetzt? Sie schauen alle zu. Das ist ja pervers. Waren da vorher auch schon die Fenster? Die Fenster schon, aber die Viecher habe ich nicht gesehen. Raus mit die Viecher. Ist vielleicht was unter dem Tisch. Oder vielleicht trägt irgendeine Karte Kalaki den Schlüssel jetzt auf dem Rücken. Mhm. Nee, Schlüssel brauchen wir nicht. Achso, ja, gut. Für die Tür vielleicht. Alter. Kaputt machen. Nee, bestimmt hängt irgendwo was an der Wand. Was brauchen wir denn noch? Ein Spiegel, gell? Mhm. Spiegel. Eine Glasscheibe. Wie wär's damit? Nimmst das Glas raus. Ist gleich gekillt. Das ist ja Katastrophe. Also die Fenster kann man nicht aufmachen. Ja, gut so, dann kommen die Viecher herein. Boah, Alter. Immer diese ewigen Suchen. Wahnsinn. Du musst ja irgendwie mit dem Feuer interagieren, oder? Da kann ich nichts machen. Kannst du noch ein bisschen zurückgehen und dann interagieren? Nichts. Hüpfen kannst du nicht, oder? Nein, kann man nicht. Man kann ja auch nicht ducken. Hier kann ich auch nichts machen. Kannst du vielleicht die anderen beiden anklicken, ne? Auch nicht. Auch nicht. Aber was ist denn das? Das ist ein Scheißdreck. Wirf mal den damit in die Ecke. Du musst einfach fünfmal hin und her laufen. Dankeschön, danke für nichts. Lichtschalter? Nee, ne? Muss drauf zugehen, ne? Warte mal. Nein. Okay. Zack, Tür ist wieder zu. Oh. Na gut, es gibt kein Zurück mehr. Mhm. Das sagst du mal ein bisschen spät, gell? Jetzt musst du wieder zurücklaufen. Ja, das wäre jetzt auch wieder so ein Trollolo. Bestimmt irgendwo ein Spiegel. Aha. Die kommen jetzt auch nicht. Guck mal, das ist der Pokal. Der Feuerpokal. Das ist Harry Potter. Ach so, ja. Der Feuerkelch. Feuerkelch, genau, das war's. Couch. Ja, toll, dankeschön. Nein. Boing. Schwebt hier vielleicht irgendwo ein Spiegel? Das haben wir auch schon gedacht. Ja, da ganz oben. Schmeckt, würfeln ab. Mit was? Ich kann hier nichts aufnehmen. Ist egal, da darf ja nicht kaputt gehen. Ja, Tür halt. Ich wieder rumschwebt, und die Statue noch von hinten vielleicht an? Auszusehen dran. Dankeschön. Und dann schwebt er nach oben. Da ist doch was. Ach, fick dich Alter. Doch. Also die Sessel von heute sind ja auch mal frecher. Ja, okay. Spiegel? Du kommst entweder dem Ende näher oder dem Anfang deiner Vergangenheit. Oder dem Anfang. Deine Vergangenheit wird entscheiden, was. Scheiße, was zum Teufel? Winken! Ach, hat vielleicht eine von den Händen wieder... Die sind ekelhaft, die sind schön. Ja, wobei, die haben auch lange gehalten.
Vielleicht schießt es was anderes. Nein. Ja, durch. Das mit den Händen war aber ein anderes Spiel. Ja, ja, das war das... Story of Henry Bishop. Ja. Ah, die Tür ist neu. Na hier? Noch zu. Segelhaft. Wie sind wir doch reingekommen? Ja, aber die Tür ist neu. Oder? Die Stadt ist neu, ja. Nee, die stand vorhin auch schon da. Wo ist das Radio? Dankeschön. Bom, au. Was ist das für ein komischer Türöffner? Also, der hätte geschlagen. Ja, vielleicht ist ja da irgendwas draufgefallen. Ich suche gerade den Spiegel. Ja, hier ist aber keiner. Ja, vielleicht klagt der irgendwo und jetzt liegt er da oben. Der blinkt ja. Stimmt. Machst du Spiegel für sie an sich tun? Zum Beispiel wieder ganz anders. Na gut, das tun sie ja per se schon. Ist das nicht der Durchgang, in dem wir vorhin waren? Wo wir das Salz gefunden haben? Das ist aber Level Recycling, meine Freunde. Dezent. Ah ja, jetzt fehlt nur noch der Spiegel. Die Arschfrisur, wer kennt sie? Das ist schon hart. Der ist schon wieder. Ja, das Symbol, aha. As above, so below. Wie Danke. Oben, so oben wie unten. Sehr hilfreich. Ist das ein Tresor? Nee, Uhr. Aha. Die Uhr. Sag uns was. Das ist erstaunlich unhilfreich. Es ist 20 nach 12. Ist noch weniger hilfreich, als dass es unhilfreich ist. Ja. Jack Sparrow zu zitieren. Leute, die hatten echt Spaß, Level zu bauen, oder? Ja, aber so abstrakte, abgedrehte. Tja, dann gehen wir wieder auf die andere Seite. Ja, aber da ist nix. Ja, das ist noch nix. Das Ding war aber vorher noch nicht da. Zettel doch. Nee, das ist doch. Das ist doch. Das Ohrschluck doch. Das ist Ohrschluck. Da ist aber überall nix drin, ja. Da hätten wir vielleicht auch mal nachschauen können. Ah, ja. Schade, oh. Nichts drin. Da vielleicht? Hier? Nein. Ja, dann. Da haben wir schon geschaut. Ja. Man sollte vielleicht auflassen, ne? Ja. Es, wie oben, wie unten. Was soll mir das denn sagen? Aha. Das Zeug ist runtergefallen. Guck mal, da oben ist das gleiche wie drüben, bloß das andere Symbol. Ja. Das heißt... Im Gang war ja noch eins. Die Figur da oben müsste hier unten irgendwo sein. Aber wo? Heißt es abstrakt. Sehr abgedreht, ja. Das ist abgedreht. Aber ich kann die auch alle nicht anklicken. Ja. Aber umschmeißen. Hier ist hier keine Pferdefigur. Nein. Oh, das Glas ist gar nicht kaputt gegangen. Nichts kaputt gegangen. Schlimm ist, du weißt ja nicht mal mehr, was du hier drücken kannst und was nicht, weil das wird ja nicht mehr angezeigt. Ja, eigentlich ja schon. Ja, nee, ja, aber es ist ja nicht, es will, also es ist nichts mehr zum Klicken da. Oh, ist das abstrakt. Wie oben, so unten. Auf los. Ich will jetzt eigentlich nicht ausprobieren, was passiert, wenn ich zu nah an die Hände drücke. Wahrscheinlich passiert nichts, aber weiß man ja nicht. Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Vielleicht muss er einfach nochmal rübergehen oder dann ist irgendwas anderes. Ja, das wäre wieder so. Ah. Kannst du die Kerzen vielleicht anklicken? Warte mal, hier sind... Stopp. Hier sind drei Kerzen. Ah ja, ich verstehe. Dann ist das vielleicht das dritte, was man machen muss. Also man kann mit den Kerzen interagieren. Das sind... Da ist das Symbol, die 8 ist auf der Seite. Ja, aber das sind zwei, oder? Warte mal. Gehen wir nochmal ganz... Die 8 ist hier. Zeigt hier. War nicht da drüben in dem Gang auch ein Pentagramm? Nee. Das heißt da... Muss eine brennen. Ah, und zwar I see, die vorderen. Da. Gut, verstehe ich's. Die
auch hier zeigt. Es geht aber nicht, weil oben hier bei dem Kreuzverein. Die brennen. Oben beim Kreuzverein. Das geht aber nicht. Geh nochmal rüber. Weil. Muss dieselbe brennen? 3 und 2. Wahrscheinlich schon. Ich vermute, aber das passt nicht zusammen. Weil hier bei dem Ding. Also links vom Kreuz sind es 3 und rechts sind es 2, die äußeren. Ja, nee, weil da auf der Seite kann ich nur hier eine anzünden. Das sind die Dinge hier, hier und hier aufgeteilt. Und nicht hier, hier und hier. Vielleicht zählt nur die Anzahl. Gehen wir nur mal rüber. Zum anderen. Also das, wo das Kreuz nach links zeigt, sollen es 3 sein. Links. Genau, ja, links 3. Ja. Und rechts 2. 2 Parallelen, genau. Ja, passt. Ah ja, Spiegel. Komisch. Nö. Das wollte ich jetzt nicht. Die Uhr sagt wieder. So, dann gehen wir wieder zurück. Gehen wir zurück. Sitchel oder irgendwas. Mindestens. Dann kommt sie wahrscheinlich wieder. Die Tür ist aber aufgeblieben. Hä? Ah, da. Ah. Die ist neu. Türgriff. Also manchmal. wo bin ich denn jetzt schon wieder? Revier. Dieses Krankenhaus. Nach dem Unfall wurden wir hierher gebracht. Warum bin ich hier? Du bist schon. Hey, erstmal eine Cola holen. Ja. Ey. Ja, die Hurricanes heutzutage, wir haben jetzt gerade gefährliche Saison. Soda, Orange Cola. Schleichwerbung. Mhm. Aber ich stehe da nicht Coca-Cola dran, ne? Dankeschön. Gut, das Wasser sieht aber milchig aus. Soll ich das trinken? Nein. Oh no! Nö, der nicht schon wieder. Vor allem, den kannst du jetzt nicht mehr so gut drankommen. Weil. Verdammt nochmal. Warum folgt sie mir ständig? Wieso ist sie? Achso, ja klar. Noch rechts. Nein, rechts. Aber da komme ich doch her. Nicht da lang. Nein, nicht dabei. Ja. Ja, geh da rechts rein. Keine andere Chance. Nein! Spring drüber, Mensch! Ich kann nicht! Spring drüber, Junge! What? Jetzt geht da wohl rechts, da wo sie herkam. Ich hoffe, dass schneller ist, dass ich schneller bin. Ich glaube, ich bin langsamer. Wie gut. Geil, sie hängt fest. Ich lauf mal hier lang. Ah, der ist noch hinter uns her. Ja. Oh no. Schlecht. Was war mit der Tür ganz hinten? Die ist nie aufgegangen, oder was? War ja gar nichts, konnte gar nicht klicken. Was ist jetzt mit ihr? Oh. Oh, ich glaube, so haben wir es zu hätte, dass man das Licht lösen soll. Aber nee, wahrscheinlich nicht. Hä, wo soll man jetzt hin, ey? Was ist das für eine Scheiße, ey? Echt? Nein, ich glaube, sie ist weg. Das heißt, wir haben Zeit. Ja. Probier mal nochmal links die hinterste Tür. Habe ich doch schon probiert. Ja, aber da konntest du gar nicht klicken. Nee. Ja. Dachte ich schon. Ist komisch, bei manchen Türen, grad, ja. Aber nee. Ja, dann müssen wir wieder zurückgehen, da. Ja. Also, wir können nur Türen öffnen mit Klinke, nicht mit Griff. Da ist er. Fick dich. Ja, das war's. Ja, aber ich will die da haben. Sie hat sich nicht erwischt. Ja. Ja, wo sollen wir denn jetzt hin, ey? Was ist das für eine Zauber- Scheiße, ey? Ach was. Echt? Wenn man sich irgendwo verstecken könnte, weißt du? Ist da links eine Tür? Nee. Vielleicht leuchtet das Ding die Dinger weg. Aber ich glaube, nee, ich glaube, das hat's nicht getan. Nee. Ich habe doch jetzt alle schon durchsucht. Ja, ich schon. Ich verstehe es nicht. Okay, die geht nicht, die Tür. Die Tür komme ich nicht ran. Und die rechte vielleicht.
Rat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 . Ey, das ist schon wieder so nervig. Mhm. Langsam wird's ein bisschen nerviger. Rechts. Nein. Nichts. Ach, komm schon. Ja, geh mal nochmal da durch, links. Durch die Flügeltür. Ja, da kommt ja wieder das... Licht da, ja. Ah, ja. Sind wir vorher durch die Flügeltür? Nee, gell? Doch. Da war das Monster weg, weil es aufgehört hat, uns zu verfolgen. Verdammt nochmal. Warum folgt sie mir ständig? Stimmt, die war ja dann offen, die Flügeltür. Wie du sie ausgespielt hast, ey. Sieht's eigentlich das Glas? Ich glaube schon. Du gehst jetzt nicht daher. Ganz vorbeilaufen. Sicher. Ganz vorbeilaufen, schnell. Aber hier war halt nichts, gell? Au. Na, das geht so, ja nee, nicht. Ich dachte einfach, was ich kann's wegschieben. Aber alle Welt. Oh, was soll denn das, ey? Denkst du, hast du was erreicht? Hä? Hä? Was ist das für ein Bug? Ja, nee, das war jetzt gerade. Ah! Ach, jetzt auf einmal geht's. Oh, fick dich. Warum geht das nicht? Ah. Tür zu. Ah ja, ein geliebter Mensch. Ja. Hallo! Die Hand einfach mit der Lampe. Meine Schuld, das verstehe ich jetzt. Er war nicht meine Schuld. Ist das eine... ein Autoscheinwerfer? Oh, das könnte sein. Ich muss das Ritual durchführen und der Sache ein Ende setzen. So, Vorsicht. Achso, okay, du musst hinsetzen. Ja. Hinplatzieren. Und jetzt musst du noch... Nein. Wahrscheinlich ist es schon richtig platziert. Nimmst du jetzt das abwerfen, jetzt? Oder was? Wow. Es muss ja alles rein sein, ne? Ja, du hast ja alles hinplatziert. Gut. Ja, ja genau. Wir das. Maldifidi, Boli, Gistra. Verbannung. Nö. Verbannung. Ja, und jetzt? Ich konnte doch hier gerade... Achso. Gehen das Licht, Stanley. Nö, was kann ich jetzt... Aha, ja. Aha, er schon wieder. Weißt du, was ich komisch finde? Wenn Sünder Sünder verurteilen, weil sie anders gesündigt haben. Sie haben anders gesündigt. Jeder ist schnell dabei zu urteilen und mit dem Finger auf andere zu zeigen. Dabei vergessen sie, was sie selbst getan haben. Auch du warst kein wirklich guter Mensch, oder? Mussten diese Leute wirklich sterben? Oder warst du es, der ihren Tod wollte? Bist du dir sicher wegen des Mannes an der Polizeiwache, ob er die Polizisten tötete? Du hast nur eine Waffe gesehen. Was ist mit dem Briefträger und dem Vorarbeiter des Sägewerks? Wer hat dich zum Ankläger, Richter und Henker gemacht? Ja, du, ich Bitch. Glaube, ich habe mal gelesen, urteile nicht und du wirst nicht verurteilt. Ja, Bibelzitat ist ja was anderes. Außerdem war das nicht extra so weh. Das ist hell. Nö. Hätte es jetzt einen Unterschied gemacht, wenn wir alle verschont hätten? Ich schätze mal, ja. Scheiße. Ich schätze mal, es hätte auch einen Unterschied gemacht, wenn wir alle verurteilt hätten. Nö. So, und jetzt? Weißer Bildschirmsimulator. Was? Aha. Was ist passiert? Ich bin zurück im Hotel. Ah. Guck nach deinem Auto, Stanley. Dein Auto. Mein Auto? Dein Auto wird geklaut. Schauen wir gleich mal. Ich will hier im Kamera reingucken, überall. Ja. Achso, ich bin blond. Nee, das nicht.
Gott. Macht nichts, Licht aus. Oh, Leute, echt. Guck mal den Fernseher an. Kann ich nicht. Standbild. Schade. Geht nicht. Wieso ist das so blau? Man sieht gar keine unzüchtigen Flecken. Oh. Wo das Blaulicht ist. Eigentlich sollte man hier hingehen. Da, geh jetzt nochmal zur Fronttür. Vielleicht ist sie ja jetzt auf. Naja, wahrscheinlich. Kann man Ventilator ausmachen? Alter, was ist denn jetzt los hier? Da ist ja nichts drin. Dankeschön. Das finde ich optisch ansprechend. Perfekt. Hast du kaputt gemacht? Ich hab's wieder mal kaputt gemacht, wahrscheinlich. Boing. Fenster vielleicht? Nee. Oh Leute, was soll man denn hier machen? Ich weiß es nicht. Ist hier irgendwo ein Schlüssel versteckt. Ja, was ist denn das für ein Unsinn? Ich weiß halt bloß, wir mussten damals... Muss das Klo schauen, vielleicht hast du ihn runtergeschluckt. Mussten wir sie... im Ding finden, im Bad. Ja? Mhm. Mal die Tür zu. Vielleicht siehst du es in dem Spiegel. Okay, geht nicht. Ah ja. Wäh! Oh mein Gott, du bist selber einer von ihnen. Oh nein. Nein, nein! Du wolltest gehen? Ich denke nicht. Wir werden jetzt viel Spaß haben. Ah ja, das ist das Ende, ja? Eins von dreien wahrscheinlich. Mhm. Los, Camille. Ja, also die anderen dreien werden wir nicht machen, weil das dauert viel zu lange, das durchzuspielen. Alter, wir haben jetzt 12, 13 Folgen. Ja. Wir werden vielleicht dann auf 10 kürzer kommen, aber trotzdem. Hoi, hoi, hoi. Heia! Ja. Wir lassen es mal durchlaufen, würde ich sagen. Bitte? Wir lassen es auf jeden Fall mal durchlaufen. Ja, muss man auf jeden Fall würdigen. Abschließende Worte. Es gab einige nervige Momente, aber die Story an sich ist eigentlich schon ganz nett, muss man schon sagen. Ja, die hat ihre Stärken, aber ihre Schwächen. Boah, es ist laut, kannst du mal leiser machen. Ach, dankeschön. Besser. Ja, was meinst du? Ja. Mit dem ganzen Hecklaufen war ganz interessant. Verstecken Optionen fände ich gut gewesen. Ja, so wie bei Alien Isolation zum Beispiel. Ja, und ja, ansonsten manchmal ging was zah. So ganz kleine Details irgendwo finden, ne? Oder halt ein paar Mal hin und her laufen und das ist nur wirklich nervig. Mhm. Gut, wie ließ, wo können wir eigentlich sehen? Bitte? Wir stand nämlich gar nicht dabei, der den Protagonisten, der den vertont hat. War ich gerade gesehen. Eine deutsche. Leitung Qualitätssicherung. Und Teamqualitätssicherung. Mhm. Vier Leute waren das. Haben gar nicht so wenig mitgearbeitet. Mhm. Ja, vor allem sind es auch sehr viele Übersetzungen. Naja, wir machen hier mal Schluss. Wir sind ja weg. Und genau. Dann sehen wir uns beim anderen Spielchen mal wieder. Genau. Bis dann. Tschüss. Servus.
Was ist mit dir, Spieler? Bist du unschuldig?